Fast 100 Jahre lang verband die Fennbahn das Aachener Kohlerevier mit dem Erzabbaugebiet in Luxemburg und Lothringen. Heute ist sie ein 125 Kilometer langer Radwanderweg für jedermann. Hans-Jürgen Servé und Gotthard Kirch haben jetzt das erste Buch über die Fennbahn herausgebracht. Die Grundidee stammt von meinem Kollegen Gotthard Kirch. Er ist beruflich in der Eifel in der Tourismusbranche tätig und er hatte wahrgenommen, dass so etwas erforderlich ist. Ich selbst habe Erfahrung, weil ich vor 30 Jahren das erste Fahrradbuch damals mit Gisela Nacken verfasst habe über Aachen. Und das war damals sozusagen ein Pionierwerk. Und von daher wussten wir, wie das geht. Und die Aufgabe, die Fennbahn jetzt mit einem Buch zu begleiten, fand ich sehr reizvoll. Beide sind selbst begeisterte Radfahrer. Für sie ist es eine Form des sanften Tourismus. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre, ich bin auch immer zur Universität mit dem Fahrrad gefahren, 6 Kilometer von einem Ende der Stadt zum anderen. Und ich fand das immer prima. Ich bin über die Alpen gefahren mit dem Fahrrad und ich habe Oberitalien erkundigt und vieles andere. Es ist eine andere Art des Reisens. Es ist eben der Beginn des sanften Tourismus damals gewesen. Wir haben es größtenteils aus ökologischen Gründen gemacht, aber erkannt auch, was es für eine Qualität hat, mit dem Fahrrad die Landschaft erkunden zu können. Im Mittelpunkt stehen natürlich Streckenverlauf inklusive Höhenprofil, Karten und die Natur entlang der verschiedenen Etappen. Neben Porträts aller Städte und Gemeinden werden auch touristische Attraktionen und die Besonderheiten der Region erläutert. Es gibt einen innerlichen Teil, mehrere Kapitel, die sich sowohl mit naturkundlichen als auch mit kulturellen und geschichtlichen Themen befassen. Also namensgebend würde ich jetzt erwähnen die Vorstellung des Ökosystems Fenn, Hohes Fenn, als Lebensraum, den die Fennbahn ja auch durchfährt. Und da haben wir schon versucht, mit dem Centre Natur zusammen, so auf zwei Seiten, die Dinge, die dazu zu sagen sind, für ein Reisebuch auch zu erwähnen. Genauso wichtig ist aber auch ein ausführlicher Serviceteil. Von den Fahrradläden, die am Wegesrand sind, über die Jugendherbergen, die Hotels, aber auch sämtliche Touristinfos, die man ja auch speziell anfragen kann, die sind alle erfasst. Dazu dann der Service, wie kommt man gegebenenfalls zurück, zum Beispiel wenn man eine Bahnverbindung zurück über Lüttich nach Aachen haben will oder von St. Vith aus mit dem Pendelzug nach Prüm. Solche Dinge sind dann eben auch erwähnt. Mit dem Zurückkommen ist es aber so eine Sache, jedenfalls in Belgien. In den Tech-Bussen ist es nicht erlaubt, Fahrräder mitzunehmen. Wir haben jetzt solche sogenannte Zählstationen installiert auf der Fennbahn, können also jetzt während einer kompletten Saison auch absehen, wie viele Radfahrer genau auch die Fennbahn nutzen, wo sie auch einsteigen auf der Fennbahn, um so natürlich auch mit diesen Zahlen dann auch nochmal in die Diskussion auch mit den öffentlichen Verkehrsmittelbetreibern dann auch in Diskussion zu treten und zu sehen, wo können wir vielleicht da auch nochmal besondere Angebote machen, so wie beispielsweise unsere deutsche Partner das tun, die an den Wochenenden dann die öffentlichen Verkehrsmittel so verstärken, dass sie dann Möglichkeiten schaffen, um die Fahrräder dann mitführen zu können. Das 192-seitige Buch im handlichen Taschenbuchformat kostet 19,80 Euro und ist im Grenzecho Verlag erschienen.